Hallo und herzlich willkommen zum Video. Ich stehe gerade auf dem Caravansalon in Düsseldorf, auf dem Stand oder bei dem Stand von Weinsberg und stehe vor einem Carasito 470 QDK. Das ist so ein kleiner Einsteigerwagen für die Familie und dieser Wagen hier hat sogar ein Dreier-Stockbett. Und damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie das aussieht mit einem Dreier-Stockbett, was so ein kleiner Wagen alles kann, wie er ausgestattet ist, das zeige ich euch gleich mal. Wichtig ist zu wissen, Weinsberg gehört ja als günstige Marke zum Knaus-Tappert-Konzern. Man hat aber trotzdem bewährte Technik, muss man sagen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und wie immer machen wir mal einen Rundgang von außen erst. Wir gehen jetzt einfach mal ans Heck des Fahrzeugs. Bei Weinsberg setzt man hier noch auf die Halogenlampen. Also wer da keinen Wert drauf legt, ist das natürlich gut. Das ist bewährte Technik. Die kann ich einfach austauschen. Ich habe auch einfache Stützen unten. Das ist überhaupt kein Thema alles. Das kriegt man locker hin. Hab mit ganz normal Hammerschlagblech kommt der außen. Und ja, normale Reifen, also keine Alufelgen oder sonst irgendwas, die gibt es bestimmt gegen Aufpreis. Aber wer jetzt Wert auf den Preis legt, sage ich mal so, der wird bestimmt auch auf Alufelgen verzichten können, weil darauf kommt es ja letztendlich nicht unbedingt so sehr an. Ne? Oben habe ich den Schriftzug Carasito. Man muss wissen, der Carasito ist im Standard gasfrei. Ja? Ich filme euch auch mal das Messeangebot Carasito. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber das gibt es bestimmt auch noch nach der Messe. Das ist garantiert kein Thema. Und ja, hier sehen wir mal, gasfreier Betrieb, elektrische Heizung, Air Condition serienmäßig, da komme ich gleich. Ja, alles auf Elektro. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt kein großer Fan davon. Ihr dürft gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Aber gut, Nicole kann mal die Ladeklappe hier vorne aufmachen. So, hier haben wir also quasi unter dem Bett haben wir einen Laderaum, der ist sehr dunkel leider. Geht aber durch bis hinter. Hinten gibt man bestimmt optional auch eine Klappe. Und ja, hier ist das eine Wasserrohr ein bisschen ungeschützt. Das könnte man besser schützen oder nach oben verlegen. Und ansonsten sieht es aber alles gut gemacht aus, finde ich. Auch der Möbelbau, guck dir mal. Wir sind hier im Einsteigsegment, also das passt aus meiner Sicht ganz gut. Viel Platz auf jeden Fall, genau. Auf Stützlast muss man achten für alle Neucamper. Ihr müsst gucken, dass ihr mit Stützlast hinkommt. Ich habe eine Knott an die Schlingerkupplung. Habe hier ein einfaches Stützrad mit Plastik, aber gut, das kann man ja ändern. Deichselabdeckung habe ich hier und dann habe ich den Gaskastenklappe. Die ist hier aber auch schon sehr gut. Die hat kein... Haben wir da gar nichts dafür, wo es halten kann? Nee, das ist die Stange. Nee, danke. Okay, also das ist jetzt ehrlich gesagt schon sehr einfach gemacht. Also das finde ich jetzt echt ein bisschen blöd. Weil da hätte ich jetzt schon irgendwie einen Dämpfer erwartet, dass das Ding hoch bleibt. Weil das ist ja wirklich, in den Caravan-Modellen kann man es händisch wenigstens hochstellen. Aber das ganz einfach zu machen, mach nochmal gerade bitte hoch. Man sieht hier ganz gut, hier ist jetzt eine Gasanlage drin. Ich habe hier eben noch erklärt, es ist gasfrei. Aber der hier hat die Gasausstattung. Da kommen wir gleich zu, was das kostet. Und auch beim Gewicht, da zeige ich euch gleich noch was dazu. Das ist natürlich sehr interessant. Ja, ansonsten ein kleiner Gaskasten. Ja, aber die Klappe, das ist ein bisschen... Das finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also das hätte ich schon anders erwartet. Der kostet auch sein Geld. Wir kommen gleich zu den Preisen. Da gibt es ganz andere. Klar, im Urlaub macht man die jetzt nicht so oft auf. Kein Thema. Aber an so einem Dämpfer wäre es bestimmt nicht gescheitert. Das finde ich ein bisschen schade. So, und dann kommen wir mal zu den Preisen. So, Carasito 470 QDK. Ihr seht, der kostet im Standard 18.000 Euro. Aber der kostet 10.000 Euro mehr. Wir gucken erstmal nach den technischen Daten. 2,32 breit. Masse, Fahrbreit ungefähr 1000 Kilo, 1,5 Tonnen, zulässiges Gesamtgewicht, also habe ich schon 480 Kilo Zuladung. Gesamtlänge 6,80, also recht kompakt noch. Ich gehe einfach mal jetzt hoch, ihr könnt das gucken, auch die Bettenmaße könnt ihr euch mal anschauen. Ne, für die Kinder 69 cm breit, ist nicht so groß, aber für kleine Kinder geht das wahrscheinlich. Das Problem sind die Dreierstockbetten, kommen wir aber auch gleich dazu. Und jetzt kommen wir mal zur Sonderausstattung. Wie gesagt, ihr könnt euch auf der Seite von Weinsberg das Ganze auch anschauen. Carasito-Paket, Steckdosen-Plus-Paket und ich habe das Gaspaket, die Gasanlage mit drin. 360 Euro, die würde ich immer investieren, ehrlich gesagt. Und es wiegt sogar 21 Kilo weniger. Das liegt daran, dass im Standard hier so eine Art Klimaanlage verbaut ist, die auch als Heizung dient. Und die ist halt sehr schwer. Ne, deswegen haben die hier auf dem Schild geschrieben, Air Condition inklusive. Das ist ein Klimagerät, was auch heizen kann. Und das ist sauschwer. Das fällt natürlich raus. Habe ich natürlich keine Klimaanlage mehr, habe aber die Gasanlage drin. Muss ich ehrlich sagen, wäre mir viel, viel wichtiger.
Deichklappdecken kostet auch 149 Euro. Ob man die jetzt braucht, weiß ich nicht. Insektenschutztür, die ist auch sehr teuer. Finde ich aber schon nicht schlecht. Dann habe ich verschiedene Fenster hier drin. Da ist halt auch schade, dass das halt, dass halt gar nichts irgendwie im Standard dabei ist. Cosi-Paket, Teppichboden, Arbeitsplattenverlängerung. Da ist sogar jetzt eine Klimaanlage mit verbaut. Gut, die kostet allein fast 3000 Euro. Ja, sonst sieht es aber wirklich gut aus. Die Aufbautür ist einteilig und sehr einfach gehalten. Ihr seht das ja hier oben gerade, zwei Kleiderhaken. Aber ansonsten nichts an Ausstattung. Und hier unten sehen wir jetzt den optionalen Teppichboden. Der macht es natürlich sehr wohnlich, das ist nicht das Thema. Aber das hier ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, wie ich finde. Aber gut, okay. Ja, so, und ich habe hier Platz. Ich gehe erstmal ins Bug. Habe jetzt hier das Elternbett. Unten drunter haben wir den Laderaum ja gesehen. Das ist nicht so groß, aber es ist auch ein kleiner Wagen. Da hinten habe ich schon Steckdose USB. Und hier habe ich da oben ist Messebeleuchtung. Täuscht euch da nicht. Das ist nämlich ein normales Dachfenster. Deswegen schlägt das jetzt hier ein bisschen dran. Habe aber große, große Staufächer. Die haben kein Softclose. Das habe ich auch jetzt fast vermutet, dass das so ist. Ja, wenn ich mich jetzt hier in den Raum stelle, ins Bett setze, sehe ich jetzt hier die Sitzgruppe mit schönem Weinsberg-Schriftzug. Und auf der anderen Seite hier habe ich den Kleiderschrank. Hier unten ist die Gasheizung. Dometic 10er Serienkühlschrank, also mit Doppelanschlag von beiden Seiten zu entnehmen. Und auch hier habe ich dann entsprechende Staufächer. Hier oben sieht man dann die Klimaanlage, die optional ist. Ist natürlich eine feine Sache, aber kostet auch sein Geld. Und hier habe ich auch noch Laderaum, wenn ihr da mal reingucken wollt. Alles leer. Auf der anderen Seite, ach, wenn wir es schon machen, machen wir es komplett. Wartet mal gerade. Hier ist der Wassertank verbaut. Da gibt es hier auch das Servicemodul, was hier verbaut ist. Ja, jetzt hier die Optik von dem Tisch. Ich bin mir nicht sicher. Die haben wahrscheinlich extra so ein Tisch und Tuch draufgelegt, damit man es nicht so sieht, wie man darauf kommt. Weiß nicht, die sieht ein bisschen verspielt aus. Ja, und jetzt haben wir hier die Küche. Auch mit schönem Platz nochmal für eine Kaffeemaschine. Das ist ja mir immer wichtig. Nicole macht mal gerade auf. Klappwaschbecken sind nur ein Zweikocherherd, aber würde uns reichen, weil wir haben noch nie drei Töpfe benutzt. Von daher, glaube ich, passt das. Jetzt wäre hier die Frage. Ah, das drückt man so. So, hier sieht man jetzt Schublade, Besteckeinsatz. Und die Schubladen hier sind von, so drücke ich drauf, dann kommt sie raus. Sind halt einfache Machart. Ne? Ihr seht es hinten an Scharnieren. Das ist schon was Einfaches, aber gut, kostet im Standard 19.000 Euro. Darf man jetzt auch keine Wunder erwarten. Das passt schon. Dann mal kurzes Bad noch. Das ist hier geradeaus. Genau, Drehbanktoilette. Und hier oben habe ich dann ein Klappwaschbecken. Das finde ich jetzt in dem Grundriss nicht schlimm. Ne? Hinten dran ein Wasserhahn. Das kann ich hier wegklappen ganz normal. Kann ich oben verriegeln. Habe noch ein Fenster dabei. Das war ja auch auf der Aufpreisliste, weil hier oben ist nur ein Pilzlüfter. Also kein richtiges Fenster. Ja, da ist schon ein Fenster sinnvoll. Ich habe hier einen Spiegel. Beleuchtung ist auch einfach gehalten. Keine Duschfunktion, aber es wäre eh hier Quatsch. Das mit dem Klappwaschbecken ist okay. Also einfaches Bad. Und hier hinten habe ich dann im Heck das Dreier-Stockbett. Was mir jetzt wieder auffällt, wir haben ein Dreier-Stockbett, aber auf der Sitzgruppe kommen keine fünf Personen unter. Da müsst ihr immer dran denken bei dem Grundriss, wenn ihr drei Kinder habt. Ihr müsst hier noch irgendwie einen Hocker hinstellen, dass ihr zu fünft hier sitzen könnt. Es sei denn, die Kinder sind sehr klein, dann geht es vielleicht. Aber ansonsten wird es sehr eng. Gut, es sei denn, man fährt nur im Sommer, man sitzt meistens draußen, dann ist das auch kein Thema. Aber hier für drei Kinder Stockbetten. Natürlich ist der Abstand dann hier so eine Art Höhle. Solange die Kinder klein sind, ist das kein Thema. Die Leiter ist befestigt hier, fest dran, ne, Nicole? Die kann man nicht abnehmen, das ist aber auch okay. Die Kinder, der Durchstieg ist nicht so groß. Ist noch ein Vorhang davor, oben noch ein Fenster drin. Hier sind Gurte, ich gehe mal von aus, man kann hier eine, genau. Ihr seht es, hier sind noch so Rausfallschutz, die man hochmachen kann. Ja, das sieht ja jeder. Ja, okay, genau, die kann man hier oben einhängen. Also wieder auch an die kleinen Kinder gedacht. Ich denke, das ist überhaupt kein Thema. Ja, das war mal ein kleiner Wohnwagen für die Familie, ein Einstiegswohnwagen. Wie habt ihr gesehen, Grundpreis 19.000 Euro. Mit ein bisschen Ausstattung kommt man da mit Sicherheit auch auf 23.000, 24.000 Euro. Klimaanlage, so lasse ich jetzt absichtlich mal weg. Gas würde ich immer mitnehmen, weil ich finde gasfrei nicht gut. Die meisten Campingplätze, gerade im Ausland, gerade in Holland, haben teilweise nur 4 oder 6 Ampere. Wenn ihr da alles über Elektro machen wollt, da fliegt euch die Sicherung und wenn
Strom Geld kostet, wird das ein teurer Urlaub. Da ist Gas immer noch die bessere Variante. Aber das ist meine Meinung. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Die würde mich nämlich auch interessieren. Und lasst uns ein Like fürs Video da. Bis zum nächsten Mal.